Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Sehen Sie, wie Sie Ihren Mac im abgesicherten Modus starten, wofür Sie den abgesicherten Modus benötigen könnten. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Der abgesicherte Modus ist eine der wichtigsten Funktionen Ihres Computers. Er ermöglicht es Ihnen, Ihren PC mit einem minimalen Satz von Treibern und Anwendungen zu starten, was Ihnen helfen kann, verschiedene Probleme mit Ihrem System zu erkennen und zu beheben. Im folgenden Video sehen wir uns an, was der abgesicherte Modus ist, wie man ihn aktiviert, wann er nützlich sein kann und welche Funktionen es zu kennen gilt. Der abgesicherte Modus ist ein spezieller Startmodus des macOS-Betriebssystems, der es Ihnen ermöglicht, Ihren Computer mit einem minimalen Satz von Treibern, Kernel-Erweiterungen und Drittanbieterprogrammen zu starten. Dieser Modus wird nur die notwendige Software geladen, was dabei hilft, Systemprobleme zu erkennen und zu beheben, die durch Softwarekonflikte, beschädigte Dateien oder andere Probleme verursacht werden. Der Hauptzweck des abgesicherten Modus besteht darin, sicherzustellen, dass Ihr Computer stabil und zuverlässig fährt und mögliche softwarebezogene Probleme minimiert werden. In diesem Modus wird der Computer mit einer begrenzten Anzahl von Funktionen angeführt, was dazu beiträgt, das Problem ohne zusätzliche Eingriffe zu isolieren und zu beheben. Der abgesicherte Modus wird häufig verwendet, um verschiedene Probleme mit macOS zu diagnostizieren und zu beheben, z.B. Einfrieren, Abstürze von Anwendungen, Systemstörungen und andere Probleme. Er kann auch bei der Installation oder Deinstallation von Software sowie bei der Aktualisierung des Betriebssystems nützlich sein. Schauen wir uns nun an, wie Sie den abgesicherten Modus auf Ihren Mac aktivieren. Die Abfolge der Schritte zum Starten eines Macs im abgesicherten Modus ist für Intel-basierte und Apple Silicon M1, M2, M3 Computer leicht unterschiedlich. Im Folgenden werden diese beiden Optionen beschrieben. Um Ihren Intel-basierten Mac im abgesicherten Modus zu starten, gehen Sie wie folgt vor. Starten Sie den Computer bei angeschaltetem Gerät neu, indem Sie die Einschalttaste drücken und Neustart aus dem Menü auswählen. Sobald der Computer neu startet, halten Sie die Umschalttaste auf Ihrer Tastatur gedrückt. Bei einem ausgeschalteten PC drücken Sie die Umschalttaste vor dem Einschalten. Halten Sie die Umschalttaste so lange gedrückt, bis das Apple-Logo und der Start-Fortschritt-Balken auf dem Bildschirm erscheinen. Danach erscheint der Anmeldungsbildschirm. Auf dem Bildschirm oben sehen Sie die Wörter Button im abgesicherten Modus. Geben Sie Ihr Passwort ein, um sich anzumelden. Ob Ihr Mac im abgesicherten Modus gebootet wird, erkennen Sie an dem weißen Desktop-Bildschirm. Um zu überprüfen, ob Ihr Mac im abgesicherten Modus gebootet wird, öffnen Sie den Systembericht. Gehen Sie dazu auf Einstellungen, BIOS, Beschreibung und öffnen Sie hier unten Systembericht. Gehen Sie hier auf Software und wie Sie sehen können, Bootmodus abgesichert. Um macOS CM-Chip im abgesicherten Modus zu starten, gehen Sie wie folgt vor. Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis Sie ein Menü mit Startoptionen sehen. Wählen Sie Ihre Boot-Disk, halten Sie die Umschalttaste gedrückt, das Feld Fortfahren ändert sich im Fortfahren im abgesicherten Modus. Drücken Sie im abgesicherten Modus Fortfahren und lassen Sie die Umschalttaste los. Wie Sie sehen können, wurde Ihr Mac im abgesicherten Modus gestartet.
Der abgesicherte Modus kann in den folgenden Fällen nützlich sein. Zur Behebung von Startproblemen, wenn Ihr Mac Probleme mit Botten hat, wie zum Beispiel das Einfrieren beim Apple-Logo oder das endlose Drehen der Startanzeige, kann der abgesicherte Modus helfen, die Ursache des Problems zu identifizieren und zu beheben. Er kann auch helfen, Softwarekonflikte zu lösen. Im abgesicherten Modus werden nur die Kernkomponenten des Betriebssystems geladen, sodass Software oder Treiber von Drittanbietern keinen Einfluss auf die Leistung Ihres Computers haben. Dies kann bei der Behebung von Konflikten oder Problemen nützlich sein, die durch eine installierte Anwendung oder einen Treiber verursacht werden. Zugriff auf Diagnose und Wiederherstellungsstuhl. Im abgesicherten Modus können Sie die verschiedenen in macOS verfügbaren Diagnose- und Wiederherstellungswerkzeuge wie das Festplattendienstprogramm oder die Konsole verwenden, um die Integrität des Dateisystems zu prüfen und wiederherzustellen oder andere Probleme zu beheben. Der abgesicherte Modus erwinst auch einen Verzeichnisscan auf dem Startvolumen, der Probleme auf der Festplatte identifizieren kann, die den Startvorgang stören. Insgesamt bietet der abgesicherte Modus die Möglichkeit, den Mac in seiner Minimalkonfiguration zu booten, was dabei hilft, die verschiedenen Probleme, die bei Ihrem Gerät auftreten können, zu isolieren und zu beheben. Da im abgesicherten Modus nur eine begrenzte Anzahl von Treibern und Kernelerweiterungen geladen wird, lassen sich potenzielle Konflikte und Hardwareprobleme minimieren. Wenn Ihr PC beim Booten im abgesicherten Modus einwandfrei funktioniert, kann das an der Software eines Drittanbieters liegen. In diesem Fall empfiehlt es sich, das automatische Laden von Drittanbieter-Software zu deaktivieren. Öffnen Sie dazu Einstellungen, Basis, Anmeldobjekte. Hier können Sie die Anwendung eines Drittanbieters auswählen, die Sie vom automatischen Laden ausschließlich möchten. Wenn Sie Ihre Hardware überprüfen oder diagnostizieren müssen, sind das Festplattendienstprogramm und die Konsole im abgesicherten Modus verfügbar. Mit Ihrer Hilfe können Sie die Festplattenleistung überprüfen, die Integrität des Dateisystems wiederherstellen oder andere Probleme beheben. Insgesamt bietet der abgesicherte Modus einen begrenzten, aber stabilen Funktionierumfang, der Ihnen hilft, verschiedene Probleme mit der Leistung Ihres Macs zu isolieren und zu beheben. Um den abgesicherten Modus zu beenden, müssen Sie Ihren Computer nur neu starten. Wählen Sie dazu Neustart aus dem Apple-Menü in der oberen linken Ecke des Bildschirms und warten Sie, bis Ihr Computer neu gestartet ist. Oder schalten Sie ihn mit der Neustaste aus und schalten Sie ihn wieder ein. Wenn Ihr Mac nicht über eine Tastatur zum Starten im abgesicherten Modus verfügt, können Sie die Umschalttaste nicht verwenden. Wenn Sie keine Tastatur haben, um im abgesicherten Modus zu starten und auf Ihrem Mac der Fernzugriff konfiguriert ist, können Sie ihn über SSE aus der Ferne starten. Für diese Methode muss auf Ihrem Mac die Option für die Fernanmeldung aktiviert sein. Um sie zu prüfen oder zu aktivieren, öffnen Sie Einstellungen, Basis, Freigabe. Schieben Sie hier den Schieberegler gegenüber Fernanmeldung in die Position ein. Klicken Sie dann auf das Symbol mit dem Buchstaben I und stellen Sie die Zugriffsberechtigung auf alle Benutzer oder fügen Sie unten Benutzer hinzu, indem Sie auf das Pluszeichen klicken. Als nächstes öffnen Sie ein Terminal, wenn es sich um einen anderen Mac handelt, oder verwenden Sie einen SSH-Client. Ich zeige Ihnen, wie Sie den SSH-Client als Beispiel verwenden. Geben Sie die IP-Adresse des Macs und dann den Benutzernamen und das Passwort ein, um sich anzumelden. Geben Sie dann den folgenden Befehl ein. Wenn Sie die folgende Fehlermeldung erhalten, können Sie auf diese Weise nicht booten. Um dieses Problem zu lösen, müssen Sie möglicherweise den Systemintegritätsschutz vorübergehend deaktivieren. Booten Sie dazu im Wiederherstellungsmodus, drücken Sie beim Einschalten des PCs die Tastenkombination Befehl plus R. Starten Sie dann das Terminal im Menü Dienstprogramme und führen Sie den Befehl. Danach müssen Sie Ihren Mac neu starten und den Befehl erneut ausführen.
Aber wie Sie sehen, können Sie nicht auf eine Tastatur verzichten, wenn ein Fehler auftritt. Nach dem Neustart wird Ihr Mac im abgesicherten Modus gestartet. Sobald Sie den abgesicherten Modus für den normalen Start verwendet haben, müssen Sie diesen Befehl ausführen. Um den Schutz zu aktivieren, starten Sie den Computer im Wiederherstellungsmodus und führen Sie den folgenden Befehl im Terminal aus. Auf diese Weise können Sie Ihren Mac nach der Vorkonfiguration per Fernzugriff im abgesicherten Modus ohne Tastatur starten. Mit dem entsprechenden SSH-Client können Sie dies sogar von Ihrem Telefon aus tun. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der abgesicherte Modus in macOS eine nützliche Funktion ist, mit der Sie verschiedene Probleme mit Ihrem Computer lösen können. Es sorgt dafür, dass das System nur minimal gebootet wird, wodurch Sie Software- oder Treiberprobleme erkennen und beheben können. Beachten Sie jedoch, dass im abgesicherten Modus nur grundlegende Funktionen verfügbar sind und einige Programme und Treiber möglicherweise vorübergehend deaktiviert sind. Wenn Sie Probleme mit Ihrem Mac haben, versuchen Sie, ihn im abgesicherten Modus zu starten und die erforderlichen Schritte zur Fehlerbehebung durchzuführen. Wenn das Problem weiterhin besteht, verwenden Sie sich an einen Techniker oder an den Apple Support, um Hilfe zu erhalten. Denken Sie daran, dass der abgesicherte Modus ein Tool zur Problembehandlung ist und mit Vorsicht verwendet werden sollte. Sobald das Problem behoben ist, beenden Sie den abgesicherten Modus und fahren Sie wie gewohnt fort. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war nützlich für Sie und hat Ihnen geholfen, Ihre verlorenen Dateien wiederherzustellen. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Hetman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.